Unterstützerinnen des Equal Pay Day, die Aktiven, ich begrüße Sie alle ganz herzlich zu unserer Auftaktveranstaltung der Equal Pay Day-Kampagne 2014. Und wie bereits in den vergangenen beiden Jahren beginnen wir unsere Kampagne mit einer Reihe von Informationsveranstaltungen, den sogenannten Foren, auf denen wir das neue Schwerpunktthema des Jahres präsentieren. Mit dem neuen Schwerpunktthema nehmen wir jetzt eine dritte, auch sehr wichtige Ursache der Entgeltlücke in den Fokus, und zwar die familienbedingte Erwerbspause, wobei wir unser Hauptaugenmerk auf den Anschluss nach der Pause legen wollen. Wie geht es eigentlich weiter, wenn die Pause zu Ende ist? Was machen wir dann? Geht es weiter, Business as usual, mit den zu erwartenden Aufstiegschancen, wie man sich das natürlich wünschen und vorstellen würde? Oder ist es doch eher ein Abstellgleis in kleiner Teilzeit oder Minijobs? Das Thema Wiedereinstieg und Personalbindung hat derzeit eine gewisse Dynamik, weil es immer auch um einen Verlust fachlicher Ressourcen geht. Wenn Frauen nach einer Familienpause nicht mehr in ihre Position zurückkehren, Fachkräfte fehlen in vielen Branchen und es wird die demografische Entwicklung ansehen, noch schlimmer werden. Das heißt, Unternehmen müssen sich zunehmend um gute Mitarbeiter kümmern. Wir freuen uns wirklich, darf ich an dieser Stelle sagen, außerordentlich darüber, dass wir 3 Unternehmen in diesem Jahr als Schwerpunktpartner gewinnen konnten. Wir hatten zwischendurch kleine Zweifel, ob wir das tatsächlich schaffen. Das war gar nicht so einfach. Aber wir konnten sie gewinnen und sie werden Lösungen im Rahmen unserer Foren vorstellen, wie sie das bei sich im Unternehmen angehen. Es handelt sich hier um die Inc. DIBA, das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein und die Berliner Verkehrsbetriebe. Als 4. Schwerpunktpartner konnten wir die DBB-Bundesfrauenvertretung gewinnen, worüber wir uns wirklich genauso außerordentlich wie über die Unternehmen freuen. Für unsere gemeinsame Arbeit ist es besonders wichtig, von Ihnen, liebe Frau Wildfreuer, zu hören, welcher Handlungsbedarf auch im öffentlichen Dienst besteht. Denn wenn Teilzeit nicht die Karrierebremse bleiben sollen, die sie gegenwärtig ist, dann muss dagegen irgendwas unternommen werden. Ein zentraler Baustein unserer Arbeit auf diesem Feld sind die sogenannten Foren. Auf diesen sollen Sie, meine Damen und Herren, umfangreich zu Entgeltunterschieden informiert und auf den Themenschwerpunkt des jeweils nächsten Equal Pay Day eingestimmt werden. Unser Ziel ist es dabei, Informationen möglichst weit und breit gefächert in die Fläche zu tragen, um damit auf der Grundlage gemeinsamer Faktenkenntnis eine gemeinsame Ursachenbekämpfung zu initiieren. Darüber hinaus wollen wir beim nächsten Equal Pay Day zusammen mit BPW und Ihnen schwerpunktmäßig über die Folgen eines Wiedereinstiegs nach Erwerbspause in kleiner Teilzeit oder vor allem in Minijobs diskutieren. Für eine existenzsichernde Erwerbsbiografie und den Abbau von Entgeltunterschieden ist ein gelungener Wiedereinstieg und nach Möglichkeit in sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung unbedingt notwendig. Wir bewegen uns also mit dem diesjährigen EPD-Schwerpunktthema auch in einem Spannungsfeld zwischen dem Wunsch vieler Frauen, ihre Erwerbstätigkeit aufgrund von Familienaufgaben einzuschränken und beide Sphären zeitlich in Einklang zu bringen und andererseits aber dem Bedürfnis, die Arbeitszeiten danach auch wieder auszudehnen und nicht im Abseits zu landen und bei Karriereschritten abgehängt zu werden. Ich habe Frauen mit Frauen verglichen. Ich habe also angeschaut, wie viel Lücke sie immer noch zu der Vollzeitbeschäftigten, durchgängig beschäftigten Frau hat, diese Akademikerin, die wegen ihres Kindes eine Zeit lang ausgestiegen ist, und habe diese Kosten die Folgekosten genannt. Die sind eben massiv hoch und Sie sehen, dass sich die Schere auch nicht wirklich schließt. Rechts daneben sehen Sie eine Frau, auch mit mittlerer Bildung, die 6 Jahre pausiert hat von Vollzeit, aufgeteilt in 3 Jahre Auszeit, ganz raus, und anschließend 3 Jahre Teilzeit, 20 Wochenstunden. Da kommen knapp 194.000 Euro Bruttolohnverlust allein bis 45 zustande, die sich aufteilen in 80.000 gut Bruttolohnverlust während der Auszeit selbst, dann gut 40.000 Euro, die während der Teilzeitphase zustande kommen. Und der obere Teil, diese 72.807 Euro, das sind wieder die Folgekosten, die sie realisiert bis 45, weil sie einfach eine Lücke hat im Verhältnis zur Frau, die nicht ausgestiegen ist, die Vollzeit weitergearbeitet hat. Und Sie sehen, wie hoch diese Folgekosten sind. Das sind die Zahlen, von denen ich der Meinung war, das müssen Frauen wissen. Und wenn Sie sich vorstellen, aus verschiedenen Gründen, von denen ich jetzt einige angesprochen habe, sind diese Berechnungen noch geschönt. Ja, es ist eine konservative Schätzung. Das ist der untere Rand der Verluste. Dann ahnen Sie vielleicht,
wie tatsächlich Frauen dastehen, wenn sie sich so verhalten und wie sie im Alter dastehen. Und dann wundert es einen nicht mehr, dass Frauen im Alter arm sind, weil sie sich einfach nicht die Langfristfolgen ihrer Erwerbsentscheidungen, wenn sie Kinder bekommen, ausreichend verdeutlichen. Wir dürfen nicht nur die Hand aufhalten in Richtung Politik und in Richtung Unternehmen und in Richtung Partner und sagen, gebt uns, ihr macht falsch, dieses, ihr müsst ändern, dieses, sondern es ist ganz wichtig, dass Frauen sich auch selber hinstellen mit Zivilcourage und für ihre Interessen eintreten. Und das doppelt im Prinzip im Unternehmen und zu Hause. Und das ist auch keine Sache, die einmal erledigt ist, sondern das ist letztlich eine sich täglich wiederholende Übung, ja, dass Frauen darauf Wert legen müssen und darauf insistieren müssen, dass sie diese Möglichkeiten der Arbeitsmarktintegration bekommen und dass sie die Verdienstmöglichkeiten bekommen und das verdienen, was sie tatsächlich auch wert sind. Das nimmt uns niemand ab, von daher zum Schluss nochmal das Plädoyer, dass Frauen auch zuallererst auf sich selbst gucken müssen und sich fragen müssen, ob sie sich tatsächlich für ihre eigenen Interessen auch genügend einsetzen. Wir als Bundesgeschäftsstelle Entgeltgleichheit machen das, was wir hier machen, und wir stehen Ihnen aber auch gerne zur Verfügung für weitere Informationen. Wir würden gerne auch von Ihnen hören, wie wir sozusagen den Kanon unseres Aktionsangebotes noch weiter ausweiten können. Wie gesagt, die Broschüre, die ich vorhin angesprochen habe, nehmen Sie sie bitte mit, verteilen Sie sie weiträumig und werben Sie dafür, dass viele Menschen mitmachen. Aber melden Sie uns auch gerne Ihre Aktionen, und wenn Sie sie melden, dann rechtzeitig, damit wir wieder, wie im letzten Jahr auch, eine Aktionslandkarte machen können, auf der dann, wenn der Equal Pay Day kommt, erkennbar ist, was wo alles in der Bundesrepublik passiert. Denn wie gesagt, nur der messbare und massive Eindruck von Frauen, die sagen, wir wollen, dass da was geändert wird, wir wollen, dass die Entgeltlücke geschlossen wird, wir wollen euch die Akteure des Lohnfindungsprozesses und des Gesetzgebungsprozesses dazu bringen, endlich zu handeln, und zwar wirkungsvoll zu handeln. Nur dieser Eindruck wird wirklich dazu führen, dass sich was bewegt. Wir haben gut 3 Millionen Vollzeitbeschäftigte. Bekanntermaßen ist der öffentliche Dienst der größte Arbeitgeber der Bundesrepublik Deutschland. Nach wie vor, also wir haben 3 Millionen Vollzeitbeschäftigte und 1,5 Millionen Teilzeitbeschäftigte. Das heißt, jede dritte Beschäftigte im öffentlichen Dienst ist, oder jeder dritte ist Teilzeit beschäftigt. Die sogenannte Teilzeitfalle zeigt sich auch im Alter. Die Entscheidung für längere Teilzeitphasen hat auch negative Auswirkungen gerade auf die Altersversorgung. Und wir haben das Gender Pension Gap heute schon gehört. Das gilt auch im öffentlichen Dienst. Wenn der Wunsch nach höherer Arbeitszeit besteht und Personalmittel zur Verfügung stehen, sollten die Arbeitszeiten der Teilzeitbeschäftigten angehoben werden. Das ist unsere Forderung. Warum tun wir das? Weil wir uns einsetzen für einen Rückkehranspruch aus der Teilzeit in eine Vollzeit. Und zwar sowohl für den Tarifbereich als auch für den Beamtenbereich. Es ist gesetzlich zwar geregelt, aber mit dem sogenannten Finanzierungsvorbehalt. Und der ist im öffentlichen Dienst tödlich. Wenn ich keine Planstelle habe, wenn ich kein Geld habe, dann geht das eben nicht. Also müssen wir daran arbeiten, diesen Finanzierungsvorbehalt wegzubekommen. Das habe ich mir auf die Fahne, auf die Schulter geschrieben. Wir haben zum einen den betrieblichen Mutterschutz erhöht, also 4 Wochen bezahlte Freistellung vor dem gesetzlichen Mutterschutz. Also die Frauen können früher in Mutterschutz gehen. Wir haben eingeführt ein 3-jähriges Rückkehrrecht auf den alten Arbeitsplatz. Das war vorher anders. Also da war es so, dass den Frauen ihr Arbeitsvertrag garantiert war, also irgendein Arbeitsplatz. Und es ist jedenfalls für mich völlig klar, dass das ein Hinderungsgrund ist, überhaupt Familienplanung zu machen, wenn ich nicht weiß, an welchen Arbeitsplatz ich in so einem großen Unternehmen zurückkomme. Das ist total unsicher. Deshalb haben wir gesagt, also es gibt ein Rückkehrrecht auf den alten Arbeitsplatz. Das ist gelegentlich ein bisschen schwierig mit den Führungskräften sozusagen hinzukriegen, aber es ist gesetzt, es wird gemacht und von daher hat es keine Schwierigkeiten
zu geben. Speziell Anwältinnen leben, das muss man ganz klar sagen, in der besten aller Welten. Ich will gerne erklären, warum das so ist. Weil sie die größte Flexibilität haben und gleichzeitig am meisten verdienen. Und das ist natürlich eine super Konstellation, die man sich gern wünschen würde. Das heißt, der Durchschnittsstundenlohn, also den eine Anwältin bekommt, wenn sie einsteigt in einem Büro, also in einem wirtschaftsberatenden Büro dieser Art, ist ungefähr 37 Euro. Das ist etwa der doppelte Satz von dem, den Sie gerade genannt haben. Und ich habe eben zu Frau Wildfeuer gesagt, wenn wir überhaupt diese Diskussion mal von dieser Männer-Frauen-Ebene trennen wollen, sondern zwei Dinge ins Auge fassen, nämlich Selbstverwirklichung, Flexibilität und was verträgt der Markt? Verträgt er das? Egal, ob es von Männer- oder Frauenseite verlangt wird. Denn wir haben zum Beispiel junge Leute, die wollen promovieren und verabschieden sich für ein Jahr. Aber das können wir uns nur leisten, wenn wir die vorher schon kennen und wenn wir die wiederhaben wollen. Ja? Das können, diese Modelle können wir alle von heute auf morgen umsetzen. Das tun wir ja auch. Wer trägt also das Risiko der Selbstverwirklichung? Das ist die berühmte Frage. Trägt das die Gesellschaft, trägt das das Unternehmen oder trägt das der einzelne Mensch? Wir können die Minijobs erhalten für Rentner und auch für Schüler und Schülerinnen, die ihre Zeitungen morgens austragen. Aber im Erwerbsleben haben Minijobs zukünftig nichts mehr zu suchen. Und deshalb müssen sie an der Stelle auch rausgenommen werden als flexibles Arbeitsplatzinstrument. Ansonsten werden wir uns, glaube ich, in den nächsten Jahren eher damit befassen müssen, wie man, Sie haben es, glaube ich, auch flexible Arbeitszeiten genannt, wir nennen es Arbeitszeiten an den Lebensverläufen der Menschen orientiert, lebenslauforientierte Arbeitszeiten befassen müssen. Und da werden sich auch die Unternehmen in der Wirtschaft, aber auch im öffentlichen Dienst darauf einstellen müssen, dass man zukünftig auch dann nur noch Personal bekommt und gutes und gut qualifiziertes Personal, wenn man bestimmte Wünsche, was Vereinbarkeit angeht, auch erfüllt. Und dazu gehört es, in verschiedenen Lebensphasen auch mal befristet Teilzeit arbeiten zu können, sozialversicherungspflichtig Teilzeit arbeiten zu können, aber wenn die Phase vorbei ist, auch wieder in die Vollzeitbeschäftigung zu gehen. Und wir brauchen die Sozialversicherungspflicht ab der ersten Stunde. Darum werden wir richtig jetzt kämpfen in diesen Koalitionsverhandlungen und dann hoffen wir, dass wir auch mal ein bisschen was erreichen werden jetzt bei der Großen Koalition. Man muss sich zurückversetzen in die Zeit, als wir, unter anderem der Deutsche Juristinnenbund, aber viele mit uns auch, darum gestritten haben, dass Beamtinnen und Richterinnen in Teilzeitarbeit oder in Familienurlaub gehen konnten. Denn die Alternative war damals in den 60er Jahren die totale Aufgabe des Berufes. Es gab nichts anderes. Sie haben es eben schon genannt, es war eine Kollegin in Hamburg, die war Richterin am Landgericht, bekam ihr drittes Kind, das etwas behindert war und sie sagte, ich möchte das Kind gern ein paar Jahre allein und zu Hause betreuen und hat deswegen Sonderurlaub eingereicht, unbezahlten Sonderurlaub. Selbstverständlich wollte sie für diese Zeit kein Geld haben. Das wurde abgelehnt mit der Begründung, das geben die gesetzlichen Regelungen nicht her. Sie kann nur ganz aufhören, also unter Verlust aller bis dahin erworbenen Rechte. Und sie kann auch aller Voraussicht nach nicht zurückkehren in den Beruf, wenn sie nach zwei oder wie viele Jahren dann meint, jetzt ist sie abkömmlich zu Hause, weil dann das Mindesteintritts- oder Höchsteintrittsalter für Beamtinnen und Richterinnen überschritten war. Diese Frau und mit ihr viele andere standen also vor der Alternative Beruf gänzlich aufgeben oder voll durcharbeiten von morgens bis abends. Und das erschien uns und mir als junger Richterin damals unerträglich. Ich habe gedacht, das kann nicht sein. Ein Staat, der es zulässt, dass bestausgebildete, hochqualifizierte Frauen, nur weil sie ein Kind zu Hause betreuen wollen oder auch müssen in diesem Fall, dass diese Frauen so dann ihren Beruf verlieren und zwar auf Nichtwiederkehr. Das gibt es doch gar nicht. Und dann habe ich mich als, wie gesagt, selbst junge Richterin aufgemacht. Ich hatte damals schon zwei Kinder und habe mir gesagt, das muss sich ändern und habe einen schwierigen Ritt durch die Instanzen hinter mich gebracht. Zunächst habe ich den Deutschen Juristinnenbund angestiftet, dieses Thema wirklich aufzunehmen. Das hat er auch sofort gemacht. Und dann haben wir versucht, diesen Vorschlag, den wir gemacht haben, zur Änderung des Beamtenrechtsrahmengesetzes
in den politischen Raum zu bringen. Und das ist uns so schwer wie möglich gemacht worden. Damals hat die einzige Richterin des Bundesverfassungsgerichts, Dr. Erna Schäffler, mir gesagt, lassen Sie es, Sie sägen sich den Ast ab, auf dem wir Frauen alle sitzen. Herr Bender, damals Bundesinnenminister, sagte das, was alle in dem Zusammenhang sagten, das ist sowieso verfassungswidrig, denn es verstößt gegen Artikel 33 Grundgesetz, den Sie, Frau Wildfeuer, ja eben auch noch mal zitiert haben. Also mit einem Wort, wir kamen nur gegen Widerstände. Und dann ist es Gott sei Dank gelungen, mit Hilfe einer Anwältin, die Bundestagsabgeordnete war von der FDP, ins Gespräch zu kommen. Und die schlug vor, aus der Mitte des Hauses einen gemeinsamen Antrag zu machen. Und zu unserer größten Freude haben Frauen aller Fraktionen sich hinter diesen Antrag gestellt, sodass er aus der Mitte des Hauses ohne große Vorbereitung und ohne die Keule, das ist ja alles sowas von verfassungswidrig, in die Abstimmung kam, zunächst in die Beratung, dann in die Abstimmung. Und schon nach einem Jahr war das Gesetz zur Änderung des Beamtenrechtsrahmengesetzes und des Bundesbeamtengesetzes verkündungsreif, was ein wahnsinniges Tempo ist, wenn man bedenkt, wie lange heute Gesetzesvorhaben dauern. Und damit war erreicht, dass alle Länderbeamtengesetze geändert werden mussten, weil eben das Beamtenrechtsrahmengesetz dies vorschrieb. Und das geschah dann auch nach und nach. Dass wir dieses Gesetz durchgesetzt haben, war 1968. Ab 1969 sind dann alle Länder nach und nach nachgekommen. Trotzdem war das damals selbstverständlich überhaupt noch kein Selbstgänger, sondern uns wurde sofort gesagt, Sie werden erleben, dass jetzt Frauen überhaupt nicht mehr eingestellt werden. Denn die laufen ja Gefahr, Teilzeitarbeit zu verlangen oder gar Familienurlaub. Und wir müssen die ganze Zeit die Stellen frei halten. Und als mir das in Hamburg der Präsidialrichter am Landgericht sagte, habe ich gesagt, das versuchen Sie mal. Dann treffen wir uns aber bestimmt in Karlsruhe wieder, wenn Sie überhaupt keine Frauen mehr einstellen. Also es war ein Klima, das man sich heute gar nicht vorstellen kann. Ja.